Scheinwerfer. Na zum Teufel. Er scheint's erwischt zu haben. Gammelt da auf dem Boden rum. Okay, der ist keine Gefahr für mich. Aber vielleicht finde ich heraus, was hier los ist. Verdammt! Verbrannte Leichen. Ist das Gas? Oh, das muss Gas sein. Aber warum geht es nicht in Flammen auf? Was? Oha! Ach du Scheiße. Jeder kleinste Funken könnte mein Todesurteil sein. Ich muss aufpassen. Glaube ich nicht, mein Freund. Ich trage. Meister ausruhen. Gute Stelle finden. Gut ausruhen. Gut ausruhen. Lass ihn lieber krepieren. Diese Stelle gut. Sehr gut für ausruhen. Gut. Nicht bewegen. Gar nicht bewegen. Oder viel wehtun. Ich kann nicht mehr. Ganz schwach. Der macht's nicht mehr lange. Dann bist du kein Sklave mehr. Wie komme ich jetzt an den beiden vorbei? Meister, nicht sterben. Meister. Tja, das war's. Oh oh. Was ist jetzt los? Das merkwürdig. Er ist aber ein bisschen nervös. Oh oh. Okay, Kumpel. Ganz ruhig. Ganz ruhig! Ich schick dich gleich mal ins Land der Träume. Mach dir mal bequem bei deinem Meister. Nicht nachher, dass du auf dumme Gedanken kommst. An wie viele Leichen. Junge, Junge. Die haben sich alle selbst umgebracht. Oh, und einige Fallen hat die Kleine auch aufgestellt. Die ist ganz schön keck. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät und kann ihr noch zur Hilfe kommen. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht in irgendeine Falle reinrenne. Wobei, ich glaube, die Fallen wurden alle ausgelöst. Ja, da ist wieder eine und wieder einer weniger von den Banditen. Ja? Nachtsicht auf. Okay. Ich weiß. Ich bin es verdammt leid, in jeder Ecke nachzuschauen. Ja, dann schau doch nicht in jede Ecke. Und wir könnten hier in die Luft fliegen wie nichts. Das stimmt allerdings. Außerdem scheinen die Fallen sowieso schon alle ausgelöst worden zu sein. Hier, fang! Ha! Und tschüss. Herr mit deinen Waffen, Herr mit deiner Munition. Und weiter geht's. Da oben ist einer. Ich lade erstmal mein Nachtsichtgerät auf.
Gut. Ha? Weiter. Licht aus. Was haben wir denn hier? Ah. Das ist aber ein lausiges Versteck. Er versucht hier die Falle zu entschärfen. Ja, ja. Daneben so. Da oben habe ich auch jemand gesehen. Geh ich erstmal nach oben. Da. Laserstrahlen. Schön langsam. Weitere Fallen. Schüsse. Egal. Zack! Was? Puh, das war knapp. Mist. Nein, nein, nein. Mach die Fackel aus. Geh zur Armee und nutze die Chance, wie ein Idiot zu sterben, damit jemand anderes reicher wird. Genau. Was zum Teufel? Okay. Das war knapp, das hat keiner gehört. Junge, war der gut gepanzert. Okay. Er hat wenigstens die Falle für mich entschärft. Oder? Ja, sieht gut aus. Was gibt's hier? Etwas. Das nehme ich auch noch mit. Okay. Jetzt den Schüssen nach. Ich muss ihnen zur Hilfe kommen. Ja? Scheiße, da geht's gar nicht raus. Ja. Wieder eine Falle. Hier hat aber niemand erwischt, obwohl hier überall Blut ist. Trotzdem aufpassen. Oh oh. Erstmal wieder raus. Wow. Und wo ballern die denn? Junge, Junge, Junge. Was veranstalten die denn hier für einen Krieg? Da sind auch welche. Okay, schön langsam. Da ist der Leuchtturm. Junge, Junge, Junge. Einen nach dem anderen. Du kannst uns nicht alle umlegen, Klampe. Selbst wenn nur einer von uns übrig bleibt, kriegen wir dich. Stell dich so rum! Bewegung! Los! Macht ihr Druck! Dieses Mist legt unsere Jungs wie nichts um, aber nicht die Sklaven. Wow. Was hast du erwartet? Sie ist immerhin wie sie. Habt ihr Angst, selbst zu kommen? Und schickt deshalb eure Hunde? Ah, diese Worte wirst du noch essen! Nur nicht entdecken lassen. Gib mir Feuerschutz! Die räuche ich jetzt aus! Das werden wir sehen. Kommt her! Einmal? Ja, kommt her! Scheiße! Oh oh. Bist du denn? Oh oh. Sie haben mich gesehen? Jetzt habe ich Hilfe! Wir werden euch Hunde töten. Sehr bald. Wo ist euer Baron? Ist er noch nicht hier? Okay. Schön von Deckung zu Deckung. Okay. Go, 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 go. Ah. Mist. Ein guter Treffer. Ein guter Treffer. Überraschung. Oh. Ja. Sein Blut ist mir auch voll ins Gesicht gespritzt. Nimm das, du Scheitern. Okay, ich muss irgendwie ein bisschen weiter nach vorne kommen.
Ha! Okay. Das nehme ich mit. Das will ich sehen. Wieder einer weniger. Das war's. Noch nicht ganz. Da ist noch einer. Oh. Wo ist er denn? Schluss mit der Ballerei, Drecksack! So. Ja, wir werden alle Hunde töten und dann Tee trinken. Das ist doch mal eine Ansage. Ist alles ruhig? Sind alle tot? Ja. Dann komm hier hoch. Ich glaube, das waren alle. Nein, da ist noch einer. Du Fackel! Was? Was ist denn los? Nutte! Jetzt seh ich dich töten! Ja, warum denn? Wie denn? Idiot. Ich hab einen Sklavenfocher erschossen. Ob du das so gut war? Du hast meine Feinde getötet. Daher betrachte ich dich als Freund. Das ist nett. Die Tür ist verriegelt. Warte, ich lass den Aufzug runter. Okay. Okay. Nachtsichtgerät brauche ich hier nicht mehr. Wo ist der Aufzug? Auf welcher Seite ist denn dein Aufzug? Also hier nicht. Komm zum Aufzug! Wo ist der? Ah, okay. Alles klar. Bin oben. In 0,nix. Sehr schön. Hallo, schöne Frau. Du bist Artyom? Ja. Komm rein. Wer Munai Baila tötet, ist mein Freund. Kein Problem. Die Munai Baila, wie wir sie nennen, haben meine Leute zu Sklaven gemacht. Wollten mich in Fesseln legen. Der Tod ist besser. Ich höre dich laut und deutlich. Dein Mann hat mir geholfen. Ich stehe in eurer Schuld, aber warum seid ihr hier? 5 Jahre ist niemand gekommen, nur Munai Baila. Tihun, was weißt du über die Antennen bei deinem Leuchtturm? Das war vor dem Krieg eine Kommunikationszentrale. Meine Mutter hat da gearbeitet. Sie war ein Kommunikationsoffizier. Das Gebäude ist seit langem verlassen. Ich habe dort nach dem Krieg Spuren von Mutter gesucht, habe aber nichts gefunden. Verlassen? Tihun, wir haben dir geholfen. Kannst du jetzt unserem Mann helfen, da hineinzukommen? Gut, ich helfe ihm. Artyom, du musst das Archiv finden. Es sollte sich in der Nähe der Kommandozentrale befinden. Such nach Aufnahmen von vor dem Krieg, ab dem Jahr 2013. Mach Daniel wird bald da sein. Okay. Ganz offiziell. Miller, Ende und aus. Alles klar. Wenn wir gehen wollen, dann besser jetzt, bevor noch mehr von ihnen kommen. Benutze die Werkbank, wenn irgendwas repariert werden muss. Na, schau mal. Es gibt alle möglichen Gefahren. Ein kluger Mann würde da nicht hingehen. Du scheinst klug zu sein, aber du hast keine Wahl. So sieht's aus. Gut, und das muss ich erstmal herstellen, auf jeden Fall. Dann brauche ich noch ein bisschen Munition. Mist. Viel zu wenig kann ich herstellen. Dann kann ich was Neues bauen. Oh, nice. Aber das machen wir natürlich nicht, weil wir wollen weiter geschalldämpft bleiben.
Können wir hier? Hm. Neues Drucksystem. Sehr gut. Hier haben wir nichts Neues. Die ist auch super in Schuss. Bisschen reinigen. Die hier auch noch ein bisschen reinigen. Okay, kein Reinigungszeug mehr. Verdammt. Naja, gut. Okay, dann sind wir erstmal wieder fertig. Hm. Hier hat sie gewohnt. Jahrelang. Sich versteckt. Vor diesem Tyrannen, der jetzt hier dieses Land regiert. Oder Stück Land. Fotos. Ah. Hm. Gut. Dann verlassen wir dein Zuhause. Bereit? Ja. Nein? Dann beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit. Ach, ich bin bereit. Komm. Lass runter. Vor dem Krieg war es hier schön. Das Meer. Ich war 5 Jahre alt. Mama war jung. Lebte noch. Jetzt ist hier Wüste. Die Tiere sind zu Freaks geworden. Die Menschen sind zu Tieren geworden. Meine Leute sind zu Eigentum geworden. Oh. Nicht von alleine. Die Ölhunde sind schuld. Das Öl blieb nämlich, obwohl das Meer austrocknete. Alte Menschen sind gestorben. Nur Junge sind übrig. Und sie gehorchen jetzt ihren Meistern. Die Munai-Beiler sagen, sie seien jetzt Feuergötter. Und die jungen Menschen glauben es. Hört sich ja nicht so berauschend an. 5 Jahre nach dem Krieg starb meine Mutter. Ich war ganz alleine. Hm. Traurig. Aber du könntest auch mit uns mitkommen. Was willst du noch hier? Hier erwartet dich nichts. Nur Tod. Meine Taschenlampe ist leer. Ich muss die mal erst wieder auffüllen. Wie immer. Was ist los? Er ist tot. Beruhig dich. Ich weiß, wie man die Tür öffnet. Ich war schon dort. Aber wegen der Spinnen bin ich nie weit hinein. Spinnen? Ach so. Kleine Spinnen oder große? Siehst du den Gang? Ah. Geh hindurch. Ich folge. Okay. Ein enger Gang. Ekelhaft. Spinnenweben. Ja. Was ist das hier? Ah! Der Strom ist schon lange weg. Wir müssen ihn einschalten, um das Tor zu öffnen. Okay. Lass mich raten. Ich soll den Strom einschalten? Die Tür öffnet sich erst, wenn wir den Strom einschalten. Ja, bin ja schon dabei. Okay. Verkabelt und... Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Saft haben. Gut. Gut. Aufzug. Warte. Geh dann nach links. Da ist ein schmaler Gang. Ich bleibe hier. Jemand muss den Strom bewachen. Okay. Gute Idee, aber ich gehe erstmal nach hinten und schau mal, was es da noch zu holen gibt.
Vielleicht finde ich noch was Interessantes. Aha, wusste ich's doch. Ein abgedecktes Boot. Okay. Machen wir mal das, was die nette Lady gesagt hat. Fahren wir runter. Alles klar, wir sehen uns später. Wenn du Mamas Bild siehst, bring es mit. Dann werde ich dir ewig dankbar sein. Ich schau mal, was sich machen lässt. Oh nein. Ob das so eine gute Idee war? Oh Gott. Oh Gott. Ah. Die mögen kein Licht, hä? Was sind das für komische Spinnen? Danke für die Info. Ach du Scheiße. Spinnen hassen Licht, ja? Wahrscheinlich nachher fällt der Strom aus. Und dann hocke ich im Dunkeln. Was war das? Also ich bleib noch im Licht. Alte Motoren. Nichts als Sandberge, alte Motoren und andere Metallteile. Auf den Bewegungsmelder achten. Gut. Aufladen und los geht's. Ist hier irgendwie durch. Was? Ugh. Ist ja ekelhaft. Das war nur eine kleine Spinne. Die großen haben sich noch nicht gezeigt. Ah! Nur keine Panik. Nur keine Panik. Junge, Junge. Das sieht nicht sonderlich stabil aus. Oh! Gerade eben sage ich's. Nein. Naja, du blödes Drecksviech. Verdammt, der Panzer von den Viechern ist bestimmt sauhart. Ah! Ah! Gott, verbrenn, du blödes Mistvieh. Gott. Wo ist das? Wo ist das? Ja, da liegt ein Fuß von dir. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, ich sollte irgendwie nach unten. Ah! Ah! Verdammtes Mistvieh! Okay.
erledigt. War das das Einzige? Gut, dass ich den Bewegungsmelder drin habe. Das war das Einzige. Okay. Oh oh. Das Licht wird schwächer. Bitte nicht. Jetzt darf es nicht schwächer werden. Sieht aus wie ein altes Labor. Okay. Gehen wir hier weiter. Was haben wir denn da? Ach, wenigstens mal Licht. Das nehme ich mit. Das kann sowieso niemand mehr gebrauchen. Sehr gut. Scheiße. Noch mehr von den Mistviechern. Stimmt. In diesem Loch ist es verschwunden. Hier ist kein Weiterkommen. Das heißt, ich muss hier runter.